Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren neuen Aufnahme mit der Phantasien zu Sons of the Forest. Hallo meine Lieben. Ja. Wir sitzen hier so rum, ne? Wie zwei alte Herrschaften. Ja. Ich glaube, der ein oder andere Zuschauer, der ein wenig mit dabei ist, wird schon sehen, was hier so abgegangen ist. Wir befinden uns nicht an unserer alten Behausung, sondern an einer neuen. Hat einfach den Hintergrund, dass ich der Meinung war, umziehen zu müssen. Hat aber auch diverse Vorteile. So. Die Base sieht erstmal besser aus. Die finde ich zumindest. Also ich, findest du das auch? Ja. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen? Ja, okay. Ja, ist okay. Ja, kann man machen, ist okay. Ja. Ich sehe nur rechts halt wieder ein paar Gegner, ne? Das ist alles. Rechts? Ja, rechts. Genau, da, wo du jetzt hinguckst. Da waren gerade drei, da sind... Ja, da hinten laufen die. Genau. Ja, was gibt es zu sagen? Also wir haben wirklich sehr viele Vorteile dadurch. Es ist mittlerweile auch der Winter eingetreten. Also ich habe jetzt hier privat auf jeden Fall sehr, sehr viel dran rumgebastelt. Fanny ist stellenweise mit dazugekommen. Ja. Wir haben versucht, alles eins zu eins irgendwie zu spiegeln. Ja, außer dass halt die Wall... Achso, hast du zugeschlossen? Okay. Ja. Außer dass die Wall jetzt natürlich wesentlich hübscher aussieht. Und wir, jetzt kommen wir zum Vorteil, das Privileg haben, ja, letzten Endes wirklich an der Wall einfach quasi diverse Bauten dran knüpfen zu können. Das war vorher nicht der Fall, weil wir halt wirklich eine reine Palisade gebaut haben, die allerdings halt krumm und schief war. Und das hat jetzt hier wirklich insofern Struktur, als dass wir damit auf jeden Fall wesentlich besser arbeiten können als vorher. Wir haben jetzt auch angefangen, das Haus... Oder angefangen ist gut, eigentlich ist das schon fast fertig. Nicht mehr in Dreier-Tiefe zu bauen. In einer Dreier-Tiefe zu bauen, sondern haben es einfach mal vier tief gemacht. Die dann letzten Endes, wie sagt man dazu? Also die Wall prinzipiell, die wird mit dem Haus verknüpft. Man wird dann quasi, kann ich euch mal zeigen, dazu müsste ich mal einfach mal auf den Turm, der später mal hier hin soll. Ich folge dir mal. Genau. Man wird dann später halt logischerweise diesen Laufrand haben. Von hier oben wird man dann halt irgendwelche Feinde, hallo, abschießen können. Dann in den anderen Turm gehen können und dann natürlich auch von der Wall letzten Endes ins Haus gehen können, unter anderem. Prinzipiell haben wir eigentlich nur gespiegelt. Was anderes ist das eigentlich gar nicht, außer... dass wir halt, wie gesagt, die Möglichkeiten haben, jetzt hier gerade und ordnungsgemäß... symmetrisch, möchte ich fast sagen. Die Gebäude hier einfach, ich kann euch das ja mal zeigen. So, weißt du? Einfach hier rambauen und dann ist alles auch schnurstracks und schön gerade, ohne dass man hier irgendwie krumm und schief arbeitet. Hat man gleichzeitig alles ausgerichtet. Hier sind unsere Trockengestelle. Wir müssen auch noch unser Zeug aus der alten Behausung holen, die natürlich noch steht. Da haben wir eigentlich prinzipiell nichts dran weiter verändert. Doch, ich habe da eine Wand entfernt, weil ich eigentlich eine Seilrutsche von dort nach hier spannen wollte. Es hat aber leider nie so richtig funktioniert. Irgendwie war die Entfernung immer so weit. Ich muss es echt nochmal ausprobieren. Ja, genau. Hier hatte ich ein paar Spikes hingestellt, einfach nur, weil mir die Feinde, wenn ich hier alleine rumgebastelt habe, echt enorm auf den Sack gingen. Dazu ist nämlich die Wall auch da. Und zwar sieht man ja hier unter dem... Laufweg, diese Lücke. Die hat natürlich den Hintergrund, dass man dann hier wunderbar Spikes durch die Wand stecken kann. Wie sagt man dazu? Aufstellen kann, genau. Ja. Und das natürlich in Zweierreihe, ist klar. Dann wird hier quasi eine Wand reingezogen, damit man die Spikes letzten Endes auch nicht mehr sieht. Das Ganze führt dann halt, wie gesagt, zu Turm A und Turm B. Bis dann halt, ja, zum Haus. Hier, wo ich jetzt gerade stehe, oder die Trockengestelle, wird dann quasi demnächst das Lager hinkommen. Wir wollten auf jeden Fall von Anfang an eigentlich einen Laufrand haben, haben wir aber nicht umsetzen können, was die alte Behausung anging. Deswegen dachte ich mir, okay,
Dann ziehen wir um und machen das gleich richtig. Haben das halt, wie gesagt, privat gemacht, weil es halt mäßig spannend war. Zumal ihr ja eigentlich auch schon selbst gesehen habt, wie man das Haus letzt oder wie wir unser Haus gebaut haben. Genau. Nur nicht halt in der Viererbreite. Wir können ja mal ins Haus gehen. Hier ist auch schon ein wenig Feuerholz, habe ich schon vorbereitet. Und es ist Es. teilweise hier sogar schon mit Stein gebaut, ja? Also. Ja. Die Beräumungen. Die Räume selber sind natürlich 1:1, würde ich mal sagen, aus der alten Behausung übernommen. Nur dass man halt auch hier dann die Möglichkeit hat, in den Laufweg, in diesen Palisadenrand, nenne ich das einfach mal, dann letzten Endes latschen zu können. Das ist ganz praktisch, gerade wenn sich dann halt irgendwelche Viecher hier irgendwie festklemmen. Könnte man zur Not dann noch auf jeden Fall in die Mauer, um die Viecher dann zu töten. Ganz simpel. So, dann können wir mal hochgehen. Die Treppe ist mittlerweile mittig. Auch hier hat man dann quasi den Laufrand. Na gut, kann ich euch jetzt hier schlecht zeigen, aber auf der anderen Seite ist zumindest schon mal ein wenig Weg. Entschuldigung. Ja, alles gut. Hier müsste, ja. Hier wird man dann quasi auf die Mauer können, unter anderem, oder auch vom Turm aus. Wird schon eine coole Kiste auf jeden Fall. Da hinten sind ein paar Ureinwohner, sehe ich gerade. Ja, Virginia ist ja schon dabei. Genau, und wir haben natürlich auch hier einen traumhaften Ausblick und holen uns natürlich von diesem See, Fluss, besser gesagt, dann logischerweise auch die Fische. Auch hier sind die Räume natürlich wieder 1:1 übernommen. Nur dass wir eben, wie gesagt, diese Viererbreite jetzt haben. Ja. Beziehungsweise Tiefe. Also ich finde es auf jeden Fall schöner. Also, ne, ein bisschen breiter. Ja, wie gesagt, ist ja auch in Ordnung. Wir haben auch ein Spitzdach, das war vorher auch nicht so. Hier machen wir dann, also ich würde sagen, so in die Ecken stellen wir dann wahrscheinlich Ausrüstung. Wo bist du denn jetzt gerade auch da? Hier, ja. Das Haus ist noch nicht final fertig, ja. Ich hatte mir auch überlegt, dass wir. Entschuldigung. Du stehst mir immer im Weg, ja. Ja, ich will gucken. Dass wir hier unter anderem noch eine Decke reinzimmern und dann vielleicht sogar noch einen Dachboden haben. Das sind aber Sachen, die mache ich wahrscheinlich privat irgendwann mal. Was machen wir auf jeden Fall? Achso, genau, hier haben wir auch Kreuze, die haben wir selber noch nie ausgebuddelt. Nein. Ja, wir haben die erstmal stehen lassen, damit wir das mal in irgendeiner Aufnahme machen können. Hier haben wir jetzt unser Steinelager, ein wenig Holz. Steine habe ich im Übrigen, Fanny, für dich auch schon so gesammelt, dass die ganzen Teile hier voll sind. Ja, sehr lieb, sehr lieb. Damit du dann die Spikes machen kannst. Was ich auf jeden Fall in der Aufnahme machen werde, ist hier unten die Palisade noch weiter bauen, damit dann die Fanny langsam mit den Spikes anfangen kann, was ja auch in den Kommentaren drunter und drüber geht. Ja, das stimmt. Macht endlich mal Spikes und so Ja, und ja. bla und sowieso, ne? Genau, aber hier könnte ich das doch theoretisch schon machen, oder? Hier auf der Seite. Na klar, da kannst du es schon machen, wenn du Bock hast. Also das ist kein Thema, da kannst du es machen. Hier hatte ich nur überlegt. Wäre hier nicht auch ein Laufweg besser? Ja, aber wofür? Außerdem ist ja dann die Gefahr trotzdem größer, dass die hier durchglitschen, weißt du? Ja, aber. Deswegen wollte ich ja die Zweierwände haben und dazwischen die Spikes. Ja, Außerdem sieht das ja auch wesentlich hübscher aus, weißt du? aber ich dachte nur, da könnte ich die Spikes gerade machen. Also, keine Ahnung. Okay. Nö, du kannst ja in einem gewissen Abstand ja immer positionieren. Habe ich hier auch gemacht. Man sieht das jetzt nur leider durch den Schnee nicht. Warte. Ja, hier oben am Balkon im Übrigen, es gibt auch nur noch einen Balkon. Also links und rechts werde ich mir den sparen. Hier kommt eh eine Terrasse hin, worauf man dann letzten Endes auch gehen kann. Das ist der einzige Balkon. Hier habe ich ein bisschen versucht, mit Steinen zu arbeiten. Einfach mal gucken. Ist noch nicht final. Und den Balkon lassen wir auch weg, zumindest was die alte Behausung anging. Führen wir das hier bei der neuen nicht durch. Ja, genau, also ich werde da hinten auf jeden Fall die Palisade weitermachen. Oder die Mauer. Genau, du kannst hier vorne mit Spikes anfangen, wenn du Bock hast. Die Türme werden erst wahrscheinlich als letztes drankommen. Aber du brauchst doch Holz, nehme ich an. Ja, dann. Lass uns erst einmal die Palisade zusammen fertig bauen. Sag mal, hast du vielleicht noch Solarzellen Ach so, zufälligerweise? ich guck mal, ich guck mal, ich guck. Ja, sieht gut aus. Ich habe drei Stück noch on Tisch.
Ontesch, sehr gut. Okay. Soll ich sie dir irgendwo hinfeuern? Ja, na hier. Einfach hier. Warte mal. Geht das überhaupt? Kann man die ablegen? Wir haben das doch damals auch schon geschafft, irgendwie. Ach ja, die konnte man irgendwo hinlegen, ja. Warte mal, aber das konnte man nur auf dem Boden, glaube ich. Und die konntest du die dann nehmen. Warte mal, ich. So. Genau, der Einmal. Laufrand, der muss dann auf jeden Fall noch gemacht werden. Da unten holen wir uns Zweimal. dann immer die Fische. So, ich habe die drei hingelegt. Da oben auf die Bänke unter anderem setzt sich gerne Kelvin, nur mal so nebenbei. Ja, ich aber auch, wenn ich mich ausruhen möchte. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Die machen gerade Winterurlaub, glaube ich. Nein, ich meine deine Solarzellen. Ach so, die habe ich reingestellt, links dann. Wenn du reingehst ins Haus, links. Links, Ins okay. Zimmer. Ach da, danke. Anders geht's, glaube ich, nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. So, gut, dann werde ich jetzt So. erstmal ein bisschen Holz hacken, würde ich sagen. Genau, schieb mir mal was rüber, dann mache ich da unten die Palisade zu Ende. Danach werde ich an das Lager gehen, denn wir hatten uns vorgenommen, Frage an dich mal ganz kurz, reichen uns 12 Regale? Erstmal bestimmt. Ich würde es Ja, ganz okay. gerne sortieren, weißt du? Ja, macht So, doch so Sinn. ein bisschen. Genau, und dann habe ich auch den einen Wagen hier, diesen Stammwagen. Heißt es so? Ach, keine Ahnung, den Schlitten hier. Den habe ich einmal von unserer alten Base geholt. Und der Leafman, der hat den anderen da hinten nochmal zusätzlich gebaut. Ja, ich habe mir den ganzen Weg gemacht bis hierher. Ich sag euch, das war eine Aktion. So, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Zack. So. Zack. Das Problem ist natürlich, dass hier noch die Babys unter anderem durchrutschen. Kommen zwar mittlerweile relativ selten vor, aber das passiert ab und zu. Ihr könnt uns ja immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Base findet. Also gerade wenn es dann wirklich Sommer ist und von oben betrachtet, ein Traum, wie ich finde. Wesentlich besser, zumal wir hier einfach wesentlich mehr Vorteile dadurch haben als in der alten. Das Was hier mit Witzige, der. ja, entschuldige. Nee, alles gut, erzähl. Das Was geht? Witzige an der ganzen Geschichte ist aber auch, ne? Ich wusste von vorne, also ich wusste die ganze Zeit nichts davon und irgendwann kommt Leafman so auf mich zu. Meinst du auch so im Übrigen, wir ziehen um, ja? So, ich wurde gar nicht gefragt, es wurde einfach gemacht. Genau, wurde beschlossen. Ah, das war echt, ich so, wir ziehen um. Ne? Aber es war schon cool, irgendwie. Ja. Ja, wie gesagt, also wir haben auch nur Vorteile dadurch. Ja, und ich meine, aus dem, was wir bisher so gemacht haben, was die alte Base angeht, haben wir natürlich auch dazu lernen können. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So, die Dinger nehme ich hier einfach mal weg, weil. Ich meine, durch meinen Singleplayer habe ich ja auch mir vieles schon erarbeitet. Also das Wissen, muss ich mal sagen. Auch so gerade was Wall betrifft und Laufweg und so. Also es ist weiterhin auch kein aufwendiges Haus, aber es ist trotzdem eine. Aber es sieht doch gut aus. Also ich finde, es sieht jetzt doch tatsächlich so schwedisch-amerikanisch aus. Ja, finde ich auch. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass du mehr aus Stein noch machst, also mit Stein arbeitest. Werde ich auch. Also ich glaube, das Fundament unten, das werde ich mit Steinen verkleiden. Ach so, okay. Bringt Struktur und Tiefe mit Also, rein, weißt ja, also ich habe das im Singleplayer nicht geschafft. du? Ja, du, man muss das ausprobieren, Ja, also. vielleicht habe ich mich auch zu blöd angestellt, aber ich habe das nicht hingekriegt im Nachgang. Ich muss es mir einfach mal angucken, ja. So, jetzt muss ich mal schauen. Gut, hier haben wir schon mal ein Problem, glaube Oh, ich. Virginia schießt wieder. Ja. Oh nein. What is? Das sind die Krassen. Die krassen? Die Krassen. Tschüss. Tschüss. Alles liegen vor, stehen und fallen lassen, ja. Schließ die Tür zu, wenn du reinkommst. Ja, habe ich. Muss jetzt gucken, ob die zu sind oder offen. Oh, hört doch Man muss auf, auch ey. dazu sagen, also so sieht mittlerweile mein Inventar aus. Ich habe weder Munition noch sonst was. Also wir müssen definitiv dann irgendwann mal in die alte Behausung, Ey, um die uns sind hier dann an den einfach mal. Spikes verendet. Stellenweise. Ja, stellenweise, aber nicht alle, wa? Nee, zwei leben noch.
Ja, die Großen sind schon heftig, also. Also ich finde die schlimmer draußen als in der Höhle. Tut mir leid, aber hier sind die irgendwie nochmal mutiert, glaube ich. Ihh, jetzt liegt hier ein Bein, ein Arm. Na, in der Höhle laufen die ja auch nicht. Doch, selten allerdings. Normalerweise sind ja in der Höhle nur die Blinden. Ach so, und sind es nicht auch die Blinden? Also. Ja, nee, die sind größer hier, glaube ich. Aha. Die sind Punkt 1 größer, die sind gelenkiger und stärker, die Ja, und hier. die können Die springen hatten, wie Sau. genau, und die hatten wir auch schon in der Höhle, so ist das nicht. Aber meistens haben wir die Blinden. Und ich glaube nicht, dass das die Blinden sind. Ich will jetzt Kann mich haben. aber auch, kann mich aber auch toll. Oh, jetzt sind die Pfeile schon wieder alle. Du machst ja auch viel zu wenige. Nee, ich habe mir welche gemacht gehabt. Achso. Bei jedes Mal sind deine Pfeile alle. Ja, der ist jetzt auch tot. Ja, jetzt ist noch einer da. Oh, der hat mich bekommen gerade, glaube ich. Ja? Ja. So. Perfekto. Gut. Gib mir die Rüstung. Ich will die Rüstung haben. Ja. Genau, und auf dem Lager wird es dann auch natürlich Blumenbeete geben. Da kommt man dann auch von der. Was suche ich eigentlich hier? Da kommt man dann auch von der Wall dann rauf. Ja, ich habe hier ein kleines Problem. Also ich glaube, ich krieg das leider nicht Willst du dir deine Pfeile nicht holen, sag mal? 100%ig hin, Fanny. Mhm. Komme ich hier weiter? I don't know. Nein. Oh. Ah doch, geht, geil. Ah, oh, ist das geil. Gib mir dein Fell, Mensch. Fell. Fell, Fell, Gib Fell. mir dein Fell. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich würde ja deine Pfeile noch an deine Stelle einsammeln. Ja, wenn ich Zeit habe, ja. Jetzt sind sie weg. Cool. Huch, jetzt bin ich aber gerade gehüpft. So. La 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 la. Oh, Ich cool, muss mal eben was essen. ich hab 6 Rüstungen gekriegt. Sehr cool. Ja. Ich habe Schaden bekommen. Nee, 8 hab ich sogar. Ja. Warum zieh ich die nicht an? Ergibt denn nicht so ein großer sogar zwei? Nee. Ne? Die sind alle geizig. Warum komme ich denn da jetzt nicht runter? Ich hab keine Ahnung. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder nicht. Warum will er hier nicht? Ich habe keine Ahnung. Virginia, danke schön für die Hilfe. Hast du fein gemacht. Ja, jetzt kommen die nächsten. Nee, ernsthaft? Ja, die schreien doch schon hier rum. Ich höre nichts. Die schreien. Es wird schon wieder dunkel. So. Ach, komm schon. Ja. So, ich schicke dir wieder ein bisschen Holz rüber. Komm an. So, danke. So, das sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus. Ja, Ja. durch die Zweier-Wall haben wir dann quasi wahrscheinlich eben auch weniger Feinde, Ja, ich die dann kann hier manchmal die reinglitschen. Seilrutsche nicht benutzen. Okay. Manchmal kommt kein E oder sowas, weißt du? Ach so, weil ich kein Holz mehr drauf habe, okay. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich muss mal schauen, wer es vielleicht. Ach so. Ja. Gehen wir mal hier runter. Hier komme ich gar nicht rein. Warum nicht? Ach so, weil wahrscheinlich die Unebenheiten vom Boden vorhanden sind. So, so, so. So, das war das letzte Holzding. Bevor ich jetzt hier weiter hacke oder sowas, habe ich mir überlegt, wir gehen lieber schlafen. Was hat denn der jetzt gemacht hier? Ja, ich komme gleich.
Hast du schon eine Idee, wo wir unser Kamin hinstellen können? Ja, wir bauen zwei. Sehr gut, weil der wärmt nämlich, weißt Einmal im Haus hatte ich mir überlegt, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, hier. Einmal. du? Vielleicht am besten so in der Ecke, vielleicht auch schräg, wenn das möglich wäre. Ja. Ja. Und einmal dann auf der Terrasse, die noch nicht da ist. Okay. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich hier mal eben Eine Fackel anbringst. ja, einfach mal. Der hat hier aber keinen Bock. Warum hat er hier keine? Ach doch, jetzt. So ein bisschen, weißt du? Ja. Okay, dann gehen wir mal sleeping. Ja. Gut Nächtle. Gute Nacht. So, was ich mittlerweile auch ganz gerne mache, ist zweimal speichern. Okay. Ich Why? traue dem Ganzen nicht. Aha. So, ich gehe jetzt mal schnell was eaten und trinken. Geh mal was eaten und trinken. Ich muss das leider auch tun. Ich hatte auch offscreen dafür gesorgt, dass sie ein bisschen Fisch hier am Haken haben. Aber der geht schneller zur Neige als gewünscht. Ich glaube, ich habe aber auch kein Trinken mehr, oder? Nee, ich muss leider wieder zum Wasser. Hast du auch die Suppe nicht mehr, die ich dir gemacht habe? Doch, die Suppe habe ich noch, aber das bringt ja jetzt nicht Doch, den die gewünschten macht. Effekt. Ja, aber trotzdem. Ja, aber ich bin ja auch satt, also macht das ja keinen Ach Sinn so, jetzt. okay. So, pass auf. Also im Winter gibt es definitiv keine Fische. Naja. In den Reusen. Irgendwas muss ja auch der Winter. Irgendwie muss der Winter ja auch. Seine Tücken haben, meinst du? Ja. Oh, Einmal schnell die Flasche Virginia füllen. bringt uns wieder Kräuter. Oh. Kräuter, Kräuter, Ach Kräuter. so, das will sie dir geben, glaube ich. Sie ist an mir ganz dezent vorbeigelaufen. Achso. Vielen Dank. Dann macht doch beide, was ihr wollt. Oh Oh Gott. ja. Tag. Der wird sowieso nicht lange leben. So. So. Dann machen wir mal wieder Lucky Lucky. Hey, das ist mein Spruch. Was macht denn Kelvin eigentlich da? Achso, der ist eingesperrt, glaube ich. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja, gut, ich weiß nicht, ob hier Babys durchkommen oder so. Auf jeden Fall kann ich das leider nicht ändern. So, da müsste. Ja. Ist egal, wenn hier so eine Lücke ist. Lücke, dann ist das so. Kann ich Oh nicht Gott, ändern. Virginia, meine Fresse. Mir hat auch freundlicherweise jemand geschrieben, dass man die Schrotze nochmal holen kann. Ja, weil ich brauche ja auch wieder eine. Mir hast du gesagt, du brauchst nicht unbedingt eine. Ja, aber weil ich die ja Virginia gegeben habe und ich gerne auch alles besitzen möchte, möchte ich die schon haben. Ach so. Ja. Verstehe. Ich brauche die jetzt noch nicht unbedingt, weil Virginia sie ja hat. Na, hier so. Sehr geil. Cool. Na, geht das hier auch noch? Geht das hier auch noch? Ah, Also, komm, mein Freund. ich finde es auch echt merkwürdig, wie manchmal das Holz rollt, ne? In welche Richtung? Ja. Was macht der denn? Hast du hier soffen, mein Freund? Hast du hier soffen? Kann ich das hier zufälligerweise noch machen? Ja. Ja. Na, komm. Hier ist er. Der Nachteil an dieser Wall ist aber allerdings, dass ich mit dem Wagen jetzt auch nirgends mehr da durchkomme. Boah. Aber ey, mal ganz ehrlich, diese komische Tor ging mir so dermaßen auf den Sack. Alter, war ja die reinste Katastrophe, das Teil. Da bin ich mit unseren Türen richtig zufrieden. Die machen, was sie wollen. Hier ist er doch, hier ist er doch. Komm schon, Doc.
Yeah. Hab ich ein Schwein hier? Aber hier möchte er nicht. Hier hat er keinen Bock zu. Hier hat er keinen Bock zu. Machst du jetzt die, die Wall, ja? Ja, ich bin gerade hier unterm Fundament vom Haus. Okay. Und kraxel hier rum irgendwie. Ja. Ah, vielleicht auch noch nicht, wa? Wow, Keulo! Oh Gott, Entschuldigung, Leute. Ich hab mich gerade so erschrocken wieder. Ah. Brüll? Der hat mich voll erwischt. Ja? Bist du tot, nö? Nein. Du Sack, ey. Ehrlich. Ja, tritt mich. Du Pfeife, ey. Jetzt sehe ich natürlich hier nicht. Ich weiß nicht, ob der... Danke, Virginia. Ja. Sie hat es aus dem Hinterhalt rückend. Ne. Oh, ich muss hier raus. Geht ja gar nicht. Okay. So, Keulo, kann ich dich jetzt zerhäckseln? Ja, so als Rache? Habe ich überhaupt einen ganzen in der Hand? Nö. Nee, Virginia, ich kann jetzt nicht. Ich muss das Bein abhacken, weißt du? Muss das Bein abhacken? Ja, ich brauch ein paar Beine und so. Aber wir essen. Ja. Na? Da war der doch gerade. Ah, das geht gar nicht bei Keulo, oder? Ich kann Keulo seine Beine nicht nehmen. Ich glaube schon. Das dauert nur eine Weile. Das geht nicht. Nee, die liegen ja da, aber ich kann nichts anklicken. Ach so. Okay. Ja gut, dann kannst du ihn nur auseinander basteln, ja. Ja. Basteln, genau. Na, jetzt. Zack. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Boah, ich bin froh, wenn ich hier unter dem Fundament wieder raus bin. So. Geht doch einigermaßen. Man muss halt nur ein bisschen die Physik mal austricksen hier, beziehungsweise Programmierung. Jetzt kann ich hier keinen raufsetzen, oder was? Echt jetzt? Doch. Hier, so. Jetzt könnte es funktionieren, So. Einmal gucken. Ah. Nö. Das funktioniert hier. Hier hat er keine Lust. Ah, la 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 la. Hier hat er keine Lust. Warum hast du hier keine Lust, Alter? Ja, das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Keine Ahnung, was er da redet. Ja, Selbstgespräche. Einfach nur Selbstgespräche. Hm, soweit ist das schon, ja. Ja, na klar. Was war denn das gerade? Ist halt eine echte Frickelarbeit. Problem ist, ich kann leider nicht überall. Einen Wall dran bauen. Hier funktioniert das nicht, aber hier müsste doch eigentlich funktionieren. Das ist blöd. Hier geht's nicht. Oder? Nö. Ach komm schon. Dann habe ich doch irgendwie auf der anderen Seite geschafft. Hallo. Hallo. Ah, Holzhacken ist irgendwie langweilig. Findest du? Hm. Ich finde das immer ganz entspannt. Ja, aber doch nicht, wissen nicht 5 Stunden am Tag. Gut, hier hat er echt keinen Bock. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Vielleicht hast du da nur einen Denkfehler und musst es irgendwie nur die Reihenfolge ändern oder so.
Nee, ich habe keinen Denkfehler. Also ich kann das hier von Hause aus nicht bauen. Das ging auf der anderen Seite, aber hier nicht. Ich höre wieder welche. Ja. Wir haben auch schon wieder das Ende der Aufnahme erreicht. Oh. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was an Holz rüber geschickt. Den Rest habe ich schon mal auf dem Wagen gelassen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb Philipp von von dir. mir. So. Schade. Guck ich mal, was du hier verzapfst wieder, ey. Na, da geht's, aber auf der anderen Seite krieg ich's nicht zu. Das ist das Problem. Vielleicht muss es von draußen machen und nicht von drin. Was soll denn das bringen? Ja, Logik manchmal, weißt du, die gar nicht vorhanden ist. Oh, ey, Kinder, bis man hier mal rauskommt, so. Ah, so, dann gehen wir mal hier raus und gucken. Aber ich Warte, glaube. ich guck auch mal, ob ich das. Also mal. Ach so, habe ich keinen. Nee, ist alles rot markiert, will er nicht. Nö. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Hochkant auch nicht. Schräg auch nicht. Das können wir richtig knicken. Das ist blöd. So, Warte, hier. warte, Ja, warte. Manchmal ist auch wirklich Trick 17. mal, dann machen wir Trick 18. Ach, Kelvin, was machst du denn hier? So, aus da. Dann stelle ich die erstmal hier auf. Na, geht nicht? Nee. Na, welche Überraschung? Welche Überraschung? Als ob ich es nicht geahnt hätte. Ja, Ja, und dann ist es deswegen habe so. ich das auch nicht geschafft, nämlich darunter auch Steine zu machen als Fundament. Das hätte man vorher machen sollen wahrscheinlich. Weißt? Was ist mit Steine und Fundament? Na, erst das Fundament zu bauen und dann die Steine nachträglich reindrücken zu wollen. In deinem Solo oder was? Naja, auch hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier unten Steine haben würdest wollen, das geht wahrscheinlich auch nicht. Um das unten zu schließen. Verstehst du? Ach so, ja, es gibt dort zwei Varianten von Steinen. Ich wusste jetzt nicht, welche du meinst. Na, die neuen Steine, die man verbauen kann. Ja, ich hab's da mittlerweile auch gecheckt. So. Ach, Kumpel. Schön. Gar keine Muni. Ah. Wieso? Na, weil ich einfach keine habe. Achso. Ja, du verballerst sie ja auch immer wie nix, ey. Naja, ich meinte eigentlich Pfeile. Achso. Auch die verballerst du wie nix. Ja. So, gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge, oder? Jo. Gut, meine Lieben. Dann schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr jetzt unser Projekt hier findet, ne? Hier Projekt Eigenheim. Und ja, ich hoffe, ihr seid, upala, ihr seid auch wieder so zahlreich dabei gewesen, wie sonst auch. Und in der nächsten Folge, meine Lieben, machen wir genau hier an dieser Stelle weiter. Ja. Und damit sei erzählt. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Sons of the Forest. Bis dann, ihr Lieben. Bye.